Ja, Fuad, nach dem Testspiel gegen Westerlo, wie hast du das Spiel und deine Mannschaft heute gesehen? Ja, ich denke, wir haben jetzt, wenn man die Gesamtzeit über 20 Minuten sieht, eigentlich 60, 70 Minuten mindestens das sehr gut gemacht. Nach den Wechseln vor allem haben wir nicht mehr in einigen Phasen mithalten können, muss ich sagen. Da hat man den Klassenunterschied ganz klar gesehen. Nichtsdestotrotz denke ich mir, war es von der Einstellung her, von der Art und Weise auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Die Gegentore, vor allem auch die ersten beiden Gegentore durch einen Elfmeter und auch über eine Standardsituation, die hätten wir verhindern müssen. Das steht außer Frage. Aber so auch, wie wir nach dem 1-0 zurückgekommen sind, das war in Ordnung. Wir haben nicht direkt aufgesteckt, sondern haben daran geglaubt und haben auch das 1-1 erzielt. Und im Anschluss darauf, wie gesagt, das 2-1, das ärgert mich, weil klar die Abstimmung eigentlich gegeben war und man dann halt nicht konsequent im Kopfballduell war, beziehungsweise den Gegenspieler laufen lassen hat. Ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. Ich denke mir, bis auf einige wenige Punkte, die wir auf jeden Fall noch korrigieren müssen, geht es da schon in die richtige Richtung. Heute waren zwei Testspieler dabei, Cissé und Mboko. Wie hast du die gesehen und auch eventuell mit Blick auf weitere Verstärkungen auf Positionen? Ja, es ist natürlich bei Mboko sehr schwierig, jetzt nach oder nach ein paar Minuten ein faires Urteil zu fällen über den Jungen. Deswegen muss man schauen, er hat sich ja auch leicht verletzt am Knie. Inwieweit es möglich ist, dass wir ihn noch ein paar Tage im Training begrüßen können. Abo muss zurück, weil er noch Militärdienst absolviert, so wie es aussieht. Und wir gucken, wie wir ihn noch mal ein paar Tage im Training begutachten können. Das heißt, das ist weitestgehend erstmal offen. Das war jetzt das letzte Spiel in der Wintervorbereitung. Wenn du die Vorbereitung bis jetzt siehst, wir haben zwar noch eine Woche, aber wie fällt dein Fazit aus? Ja, wir haben schon die Möglichkeit gehabt, in vielen Bereichen zu arbeiten. Klar hätte man als Trainer immer gerne noch 2, 3 Wochen dazu, vor allem weil es eine sehr kurze Pause war. So dass wir natürlich auch darauf achten müssen, wie wir belasten von der Steuerung her. Und vor allem wichtig ist, gegen Lippstadt die Frische zu bekommen, die Spritzigkeit zu bekommen. Und ich denke mir, jeder hat heute nochmal, was die Spielkondition angeht, zulegen können. Wie gesagt, weil die Gesamtzeit über 120 Minuten ging, zweimal 60 Minuten. Von der Seite war es sehr gut. Und ich denke, wir sind nicht weniger vorbereitet als andere Mannschaften auch. Genau, letzte Frage. Du hast gerade schon angedeutet, nächstes Spiel Lippstadt. Was ist das für eine Mannschaft und wie wollt ihr die packen? Wir haben heute erstmal Westerlo gespielt. Das heißt, deswegen werden wir intensiv uns um Lippstadt kümmern ab Montag. Ist in Okay, Ordnung. alles klar. Danke dir. Dankeschön.